Aufnahme. Klappe, die erste. Ja. Hallo, mein Name ist Budeline. Ich fahre das erste Mal mit dem Zug quer durch Europa und Asien. Und das hier ist mein Kumpel Buddel. Buddel, ja, ich bin Buddel aus Bremen. Ja, das ist hier Budeline, ich bin Buddel. Und das hier, oh, ist eine Tasse Bier. Das gute Tsingtao-Bier. Ja, und ich fahre auch das erste Mal mit der transsibirischen Eisenbahn quer durch Europa und Asien. Wir sind in Bremen gestartet, nicht Pudeline? Ja, und ja, wir fahren bis Peking, komplett. Ist das nicht toll? Ja, und bevor wir uns die Zähnchen putzen, trinken wir noch eine Tasse Bier aus dem Blechnapf. Ist es denn noch weit bis Peking? Es ist noch eine Nacht, also darauf kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an, oder Buddeline? Nö, aber duschen würde ich gern mal wieder. Mein Fell ist schon ganz klebrig. Aber ich habe neue Kleidung, hast du gesehen, Buddel? Nicht mehr dieses rot-weiß gestreifte Bremer Kleidchen mit Speckflagge und immer Werbung für Bremen. Nein, ich bin jetzt ganz schick in neuem Kleid. Ich habe auch neue Kleidchen, einen Steckpulli, ein tolles Tuch. Aha, und endlich habe ich auch einen Rucksack. Man staune, man staune. Ja. Ja. Und wir haben Bremen einfach mal den Rücken gekehrt. Ihr seid dann einfach mal weg aus Bremen, hm? Ja, einfach mal weg. Die Bremer können jetzt mal ohne uns buddeln, haben wir uns so gedacht. Baustellen gibt es ja überall auf der Welt und ganz besonders viel in China. So viele Kräne gibt es ja in ganz Deutschland nicht, wie man hier auf 20 Kilometern sieht. Nicht, Buddeline? Ja, ich bin auch schwer beeindruckt.